Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forris 82 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video und die Spiele haben wieder begonnen. Ja, ich war heute beim Mediamarkt ganz kurz und habe mir heute den 8. Teil der Saw-Reihe geholt, nämlich Jigsaw. Und 7 Jahre nach Saw 7 Vollendung geht es in die nächste Runde mit mysteriösen Mordfällen. Und ja, bin auf den Film schon sehr gespannt. Ich war nicht im Kino, dachte mir, okay, den spare ich mir jetzt ins Kino, muss deswegen nicht gehen. Und ja, hier ab 18 freigegeben ist auch die ungeschnittene Fassung. Also es gibt keine längere Fassung, nicht so wie bei den anderen Teilen. Und ja, es gibt ein weiteres Steelbook. Das Ganze schaut hier so aus, was ich persönlich abgrundtief hässlich finde, dieses komische Comiczeichnung. Und es gibt noch ein schönes Steelbook von Frankreich mit dieser Jigsaw-Maske vorne drauf. Die schaut wirklich sehr cool aus, aber ganz ehrlich, kein deutscher Ton. Und ganz ehrlich, mir gefallen einfach diese Mediabooks einfach so gut. Und die erste Frage, die ich mir stellte, passt auch dieses Mediabook auch zu den anderen 7 Mediabooks? Und ihr werdet es nicht glauben, es passt. Ich bin überaus glücklich darüber. Ohne Scheiß, ich habe auch schon mal alle hier mit hergestellt. Ja, alle 7 Teile hier sind hier bei mir. Natürlich in der Unrated-Fassung, was sonst. Und was soll ich sagen? Es ist einfach wirklich cool, dass die auch wirklich so perfekt zusammenpassen. Natürlich, die Schrift ist etwas größer von Jigsaw, aber ansonsten passt es perfekt in das ganze System hier rein und freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Mediabook, das auch zu haben. Hat auch ein 36-seitiges Booklet, aber haben die anderen, glaube ich, auch eine gehabt? Ja, 36. Alle haben 36 gehabt. Also wirklich, da passt einfach alles wieder perfekt. Und für den Preis von 19,99 € kann man hier wirklich nicht meckern. Und muss auch sagen, da muss man auch mal zuschlagen. Auf wie viel das Ding limitiert ist, kann ich auch leider nicht sagen. Wir haben ja auch eine Limitierungsnummer dran. Meine Nummer ist hier 2683. Auf wie viel, wie gesagt, keine Ahnung. Das limitierteste war, glaube ich, das Saw 3 in der anderen Fassung mit 10.000. Ja, unser Mediamarkt hatte gerade mal 3 Stück da. Also vielleicht ist er doch etwas seltener geworden, dieses Mediabook. Und ja, machen wir mal einfach mal auf. Und dann schauen wir uns mal das Mediabook haargenau an. Und ja, ich bin nämlich auch gerade dabei, alle Saw-Teile anzugucken. Bin schon bei Saw 5 angelangt. Und dann wird es auch ein Filmreihenvideo wieder geben. Und so, hier haben wir schon mal dann das coole Motiv. Was es hier für eine Falle ist, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht. Und hier eben DVD und Blu-ray mit 36-seitigen Buchanteil. Auf Blu-ray geht der Film 92 Minuten und auf DVD 89 Minuten ist hier eben die unrated Fassung, oder zumindest die ungekürzte Fassung drauf. Und Deadline meint nervenzersägend. Als Extras gibt es hier einen Audiokommentar mit den Produzenten, dann Jigsaws Vermächtnis, The Choice is Yours, die Requisiten bei Jigsaw und der Trailer. Und ja, wir haben hier auch einen Schuber außenrum, was ich schon mal sehr cool finde, wie es auch schon bei den anderen ist. Also ihr seht hier schon mal, kann es ganz leicht abziehen. Da haben wir dann hier nochmal Jigsaw drauf gedruckt und eben die ganzen verschiedenen Labels noch. Unten haben wir nichts drauf, auch auf der anderen Seite ist nichts drauf. Und wie gesagt, hier machen wir dann die Inhaltsangabe von dem Film. Einfach mal durchlesen, wer sich mal dafür interessiert. Und hier mir noch ein paar technische Details zum Anschauen und noch ein paar Bilder vom Film. Und hier noch meine Limitierungsnummer 2683 von unbekannt. So, jetzt geht es zum Mediabook an sich über. Und das schaut schon mal wieder richtig cool aus. Wir haben ja auch einen Glanzeffekt von dem Schriftzug Jigsaw. Auch hier Limited Collector Edition ist hier auch leicht glänzend gehalten, auch leicht erhaben. Aber das sind die anderen auch hier alle gewesen von 1 bis 7. Also auch die passen hier wirklich perfekt zusammen. Und natürlich hier dieser Schweinskopfmaske passt perfekt. Also auch das schaut sehr cool aus. Macht wirklich was her. Und hier dann haben wir dann eben noch dann oben hier die Maske und auch hier Jigsaw draufstehen und dann hier noch ein paar Labels. Und die Backseite ist etwas schwach, wie ich finde. Beziehungsweise man kann sich ja selbst künstlerische Ausgaben, vielleicht kann man mal mit Malen nach Zahlen machen, vielleicht, um da ein eigenes kreatives Covermotiv zu gestalten. Aber ich glaube eher mal nicht. Ja, natürlich, Backmotiv ist sehr langweilig, hätten wir wirklich was drauf machen können, aber mich stört es eher weniger. Trotz alledem bleibt dieses Mediabook auf jeden Fall in meiner Sammlung, genau wie alle anderen auch von Saw. So,
Jetzt geht's ins Eingemachte und wir gucken uns mal das Mediabook mal von innen an und bis gleich hinter der Kamera. Jetzt geht's mal ins Eingemachte und da sehen wir nochmal das Covermotiv von dem Mediabook von Jigsaw. Hier unten Lionsgate, Twisted Pictures und Studio Channel Logo und wir schlagen jetzt hier mal auf. Und da haben wir schon mal das coole Motiv, eben was auch auf dem Steelbook drauf ist. Ja, gefällt mir richtig gut, auch das Steelbook hier von Frankreich, aber werde ich mir nicht holen. Und dann haben wir hier dann schon mal die Blu-ray-Disc. Wie gesagt, ist ja ab 18 Jahren freigegeben. Als Backmotiv haben wir leider sehr wenig, wie man sieht. Hallo, hier bin ich. Und natürlich hier drüben dann ein richtig cooles Motiv, wie ich finde, mit der aufgerissenen Haut von Jigsaw. Also das schaut wirklich sehr, sehr cool aus. Und dann schlagen wir hier mal auch weiter auf. Und das Buchteil ist natürlich hier auch wieder etwas sehr dick. Also auch das Papier ist sehr dick. Hier eben dann die weitere Motiv, dann Jigsaw. Und hier eben dann geht es weiter mit die Saw-Legende. Und auch hier wunderschön designt, auch dieses ganze Booklet. Wollen wir ein neues Spiel spielen? Aber klar doch. Hier die umgekehrte Bärenfalle. Das Vermächtnis von Jigsaw. Und dann haben wir hier eben auch hier mit Seitenanzeige unten, sind wir schon bei Seite 12, die Rollen für Jigsaw. Und wir blättern einfach hier mal durch. Wir wollen ja nichts irgendwie spoilern. Denn wie gesagt, auf den Film bin ich schon selbst sehr gespannt. Auch hier scheiden sich wieder die Kritiken. Eine findet es gut, die anderen finden es schlecht. Aber wie gesagt, ich mache mir dann meine eigene Meinung. Und dann werde ich es euch bei nächsten Filmreihen-Video euch dann kundtun, wie mir der Film gefallen hat. Ob es noch eine weitere Fortsetzung gebraucht hätte oder nicht, das erfahrt ihr eben beim nächsten Video. Hier noch ein paar coole Motive, wie ich finde, die auch schon sehr speziell ausschauen. Und hier über die Darsteller. Und hier geht es dann weiter. Also wirklich ein sehr informatives, sehr umfangreiches Booklet, wie ich finde. Wirklich war richtig klasse. Hier Tobin Bell natürlich als John Kramer. Und was soll ich sagen, hier nochmal Cast and Crew. Wirklich sehr schön dargestellt. Auch natürlich hier auch das Motiv nochmal. Und hier haben wir dann nochmal die DVD-Version. Die ganze schaut hier so aus. Auch das natürlich sehr cool. Ist so dasselbe Motiv wie auf der Blu-ray-Disc, aber das stört mich jetzt eher weniger. Auch hier im Hintergrundbild haben wir da nichts, außer vielleicht mich. Kuckuck. Aber gut, ist ja nicht so dramatisch. Und hinten drauf, wie gesagt, ist es hier etwas langweilig ausgefallen. Sehr, sehr schade. Und jetzt mal so zum Vergleich habe ich mich hier bei Saw 7 ausgepackt. Und natürlich passen die echt perfekt zueinander. Das ist zwar etwas dicker wie die anderen. Könnte die dicke haben von Saw 1. Die ist nämlich auch etwas kräftiger. Aber ansonsten sind die wirklich sehr schön gestaltet, wie ich finde. Auch das Innenleben von Saw 7 schaut im Ganzen so aus. Also auch wirklich sehr schön dargestellt und macht einfach wirklich was her. Backmotiv ist natürlich hier etwas besser und ist auch ein zusammenhängendes Foto mit dem hier. Also wirklich sehr schöne Mediabooks auch. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal das Mediabook zu Jigsaw. Und wir gehen nochmal ganz fix zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Mediabook zu Jigsaw. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dieses Mediabook auch noch bekommen zu haben. Es schaut wirklich echt cool aus, ein cooles Backmotiv, aber egal. Ja, es gibt ja auch noch eine neue Komplettbox. Wer noch keine Saw-Teile zu Hause haben sollte, einfach mal da mal gucken. Es gibt eine geschnittene, eine Uncut-Version. Und der liebe Frotzel, liebe André, hat auch die schon vorgestellt, die Unrated-Fassung. Und da einfach mal auf seinen Kanal gucken. Link unten in der Videobeschreibung. Und wer mal alle anderen Mediabooks von mir hier mal angucken möchte, von der Saw-Reihe, auch davon habe ich auch zwei Videos gemacht, wo ich euch alle mal vorstelle. Und was kann ich sagen, sind wirklich ganz tolle Mediabooks. Auch da einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Könnt auch da mal drauf drücken. Und ich habe auch euch die Final Trap Edition vorgestellt, wo eben ich auch diese umgekehrte Bärenfalle euch zeige. Auch die ist mit auf meinem Kanal zu finden, auch Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und das war es aber auch schon von mir, von dem neuen Jigsaw Mediabook. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Saw 8 anzugucken. Erst noch Saw 6 und Saw 7 reinziehen und dann kommen noch dann zum Schluss Saw 8.
Und dann gibt es für euch wieder ein Filmreihen-Video. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video. Und bis demnächst, euer Forrest80, tschüss mit Ü und Bye.